So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Spyro Enter the Dragonfly. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Was soll ich sagen? Im letzten Part haben wir uns schon mal das Intro von dem Spiel angeguckt und wir haben hier die Oberwelt so ein bisschen erkundet, kann man sagen. Wir sind hier immer noch auf der Oberwelt. Wir haben die meisten Rubine, die wir jetzt hier so fangen, einsammeln können, haben wir eingesammelt. Und ich habe mal vorhin, als ich das Spiel gestartet habe, habe ich mal drauf geguckt. Wir haben damit schon 2% des Spiels geschafft. Yay. Okay. Also scheinbar nicht so lang das Spiel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt in den ersten Level. Hier hinten. Hier war eigentlich ursprünglich ein Drache, der uns das gesagt hat. Okay, wir gehen einfach hier auf die Plattform, stehen genau an der Kante und fliegen fast runter, aber was soll's. So, Schatz von 224, glaube ich. Oh, bin so gut. 224, okay. Jetzt wird gerade gespeichert. Ach, das speichert dann, wenn ich da reingehe. Okay. Ja, wir fliegen auf einer schwebenden Plattform. Ist gut, ne? So, startet jetzt auch noch irgendwas? Ja, okay. Wunderbar. Man muss ja mal nachfragen, weil es ist ja alles hier so. Es ist auch ein bisschen dunkel, habe ich das Gefühl. Also hier die Facecam. Hi. So, was haben wir hier? Als hätten die Riptox alle Drachenmeister eingefroren. Eingefroren. Okay. Wir müssen mit unserem Flammenatem das Eis schmelzen und herausfinden, was hier passiert ist. Vor allem mit unserem? Hm. Egal, okay. Wir sind im ersten Level. Auch hier gibt es natürlich wieder Rubine zu sammeln wie sonst was. Ich denke mal, das sind Rubine. Ich glaube, man kann hier einfach mal gucken. Hilfe. Nee. Waffe wechseln. Flügelschild. C runter. Kamera drehen. Okay, das wusste ich noch nicht. Gleiten, springen. Kopfstoß. Ah, okay. Schön zu wissen. Rahmen springen, ja, das wissen wir ja. Atemwaffe. Atlas vielleicht? Mal ganz kurz gucken, weil ich meine, hier wird das aufge... Wow. Insgesamt gibt es also 7000 von diesen Rubinen. Okay, 2% geschafft, da habt ihr das gesehen. Drachenreich. Drachenreiche. Okay, Drachenreiche. Achso, die Drachenreiche. Ja, okay, verstehe. 800 Rubine. Hier gibt es 700. Und 10 Libellen. Okay, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal hier 100% rauszukriegen. Dementsprechend wird das jetzt etwas länger dauern. Aber ich denke mal, das stört die wenigsten. So, weiter geht's. Oh, 5. Okay, wenn das so schnell... Wenn hier überall 5er sind, dann... Jo. Dann dürfte es an sich kein Problem werden. Da haben wir auch schon unsere ersten Gegner, wenn du es so willst. Nicht, wenn du es so willst, da haben wir unsere ersten Gegner. Bin ich mal gespannt, wie das wird. So. Erstmal weg. Okay, hier müssen wir übrigens aufpassen an der Kante, weil wenn ich da jetzt lang sprinte, könnte ich da runterfallen und das wäre alles andere als witzig. Das ist mir beim ersten Mal passiert, da bin ich einfach und weg war. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal alles Mögliche hier ein und dann machen wir weiter, ne? Ist halt immer ein bisschen problematisch, bei mir ruckt das auch gerade wie Sau. So, der ist weg. Sehr nett. So, Flügelschild. Nach unten. Passiert nichts. Muss ich noch mal ganz kurz gucken. Hilfe, Flügelschild. Ach, Kamera zentrieren ist das. Ups. Flügelschild ist R und L und R. Okay. Passiert nichts. Okay, dann nicht. Pech gehabt. Na gut. Dann müssen wir hier alles zu Brei schlagen. Egal, also ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, sag ich doch. Sehr schön, haben wir das auch. Ach nee, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich derbe auf dieses Let's Play. Einfach, weil das einfach auch mal so ein bisschen zum Entspannen ist, wenn du so willst. Das ist alles, wieso leckt denn das jetzt so? Na gut, ich muss auch zugeben, ich habe das Spiel gebraucht gekauft. Vielleicht daher. Boom, und weg war er. Ist das... Da war gerade irgendwas, was so rumgesprungen ist.
Ach, die Zahlen. Okay, die Zahlen springen hier so rum. Sehr schön. Für jedes Level gibt es übrigens eine andere Form von Tieren, die wir verbrennen, rammen oder was auch immer können. Hier zum Beispiel sind so Zirpen, Heimchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall denen erstmal Platz. Bums, tschüss. Wunderbar. Hier, die kann man halt so ein bisschen verbrennen und dann kommt da halt die Schmetterlinge raus, die Sparks jetzt auf einen Schlag weggesnackt hat. Egal, passiert. So, da ist die erste, die Bälle. Blasen. Erwischt. Du hast Steffi gefangen. Steffi. Oh. Schöner Name. Für eine Libelle. Jetzt wird das schon wieder unscharf. Moment, ich muss nachregulieren. Besser. Deutlich besser. Merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wieso sich das immer verdreht. Wahrscheinlich sitze ich immer in einem anderen Abstand und deswegen muss ich mal gucken, dass ich irgendwie hier so eine Markierung mache auf dem Boden, dass ich nur da sein darf. Ja. Das wird alles kompliziert. Ich glaube, ich nehme heute auch übrigens ein bisschen länger auf, deswegen entschuldigt, wenn ich mich am Ende dieses Parts eventuell nicht verabschiede. Das liegt dann halt daran, dass ich länger aufnehme und da mehrere Parts draus splitte. Aber ich denke mal, das stört nicht. Bums. Das ist ein Pipifax. Du auch? Und Wegfahrer. Er war einfach nicht mehr da. Wie gesagt, ich sehe erstmal zu, dass ich hier die ganzen... Ja, mit Blasen komme ich da, glaube ich, nicht weit. Dass ich erstmal hier die ganzen Rubine einsammle. Wenn das so weitergeht, wird das nicht lange dauern. Weil wenn hier überall Fünfer und Zweier sind, könnte das ziemlich schnell gehen. Da ist auch noch ein Fünfer, wie ich sehe. Lilaner. Ja, man muss schon gucken. Aber finde ich schön, dass angegeben wird, wie viel es denn überhaupt hier gibt. Oh, ein Zehner. Auch nicht schlecht. Hier, den nehmen wir auch nochmal mit. Auch nochmal 5. So. Sonst noch irgendwo? Hier sind wieder Dingenskirchen. Aha, da. Wieso habe ich die vergessen? Wieso habe ich die nicht geholt? Hier wieder Abgrund. Vorsicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt alle hier habe. In diesem Vorgebiet, sage ich mal. Da hinten. Haben wir alles. Okay, dann können wir ja den ersten Mal auftauen. Aufgetaut. Ah, Spyro. Gott sei Dank hast du mich aus diesem Eiskäfig befreit. Wer hätte gedacht, dass sich die Riptox trauen, in den heiligen Libellen-Dojo einzudringen? Spyro, tu, was du kannst, damit im Dojo wieder Frieden einkehrt, indem du alle Drachenmeister befreist. Denk dran, Spyro, der Weg des Drachen ist, Drache zu sein. Ja. Der Weg des Drache ist, Drache zu sein. Okay. Der Weg des Menschen ist, Mensch zu sein. Der Weg der Eintagsfliege ist es, nach einem Tag zu sterben. Ich dachte, da kommt noch was. Akkurat. Ich hoffe mal, die Rubine bleiben alle gespeichert. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt gerade nur ein Leben verdonnert, oder? Jo, eins ist weg. Sehr schön. Gut zu wissen. Fuck. Oh Mann, im ersten Level so einen billigen Abgang gemacht. Egal, muss man auch mal machen. Das ist ja alles Demonstrationszwecken. Für nichts anderes war das gut. So, hier ist auch alles in Ordnung. Man muss echt die Augen offen halten, damit man auch alle sieht. Die waren etwas komplizierter, glaube ich. Die schlagen auch zu, ne? Wirbel, wirbel, wirbel. Hey, das ist einer von Riptos Schlägern. Er sieht ziemlich blöd aus. Er ist aber auch groß und dick. Rammen kannst du ihn also vermutlich nicht. Versuch ihn anzusengen. Wusstest du, dass die meisten Kreaturen eine Abneigung gegen 7500 Grad Celsius haben? Ach nein. 7500 Grad Celsius, das tut doch weh. Ja. Hat sich ausgewirbelt, würde ich sagen. Jo. An sich muss ich auch ganz ehrlich zugeben, so diese alten Level-Designs, die gefallen mir ja total. Ne? Das ist ja schon ein etwas älteres Spiel.
kam ja noch für den GameCube raus, beziehungsweise für PlayStation 2, aber ich habe es mir für den GameCube gekauft, weil ich mag GameCube. Oh, tschüss. Alles wunderbar. Nee, ich finde das echt toll, mal so ein älteres 3D-Jump'n'Run wieder zu spielen. Ja, das ist schön. Oder ist das schon hier Action-Adventure? Ich glaube, das ist mehr so ein Jump'n'Run. So, was ist hier? Hallo Spyro, immer wenn dich eine Fee zappt, so etwa, zappt, wird dein Spielstand gespeichert. Falls du in Schwierigkeiten gerätst, kehrst du dorthin zurück, wo du zuletzt gezappt wurdest. Ja. Oh nein, ich wurde gezappt. Gezappt. Keine Ahnung. Mir auch egal, der muss weg. Boom. Ach, sehr schön. Ich hoffe mal, in der Aufnahme gefällt das nicht auch so. Aber ich glaube doch. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Müssen wir uns mit abfinden. So, Schluss aus Feierabend. Keine Kompromisse hier. Nein, auch nicht mit dieser Vase. Seht ihr? Boom, kaputt. Muss man ja mal sagen. Ah, eine Libelle. Die scheint etwas schwerer zu fangen zu sein. Es gibt auch unterschiedlich schnelle. Das ist halt das Problem bei der ganzen Sache. Oh. Okay. Alle zu fangen. So, hab sie. Ha. Du hast Shellac gefangen. Das Witzige ist, es gibt für die Lebensmittelindustrie gibt es einen speziellen Wirkstoff, der aus dem Kot der Shellac-Laus gewonnen wird, was auf Schokolade und so drauf gemacht wird, damit die schöner glänzt und so. Also bei Schokobons zum Beispiel sind die drauf und deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Oh, ich wurde nochmal gezeigt. Deswegen war ich so gerade so ein bisschen verwirrt, weil Shellac. Ist ein ungewöhnlicher Name, sagen wir es mal so. Würde ich jetzt behaupten. Also ich höre den zumindest nicht in meiner Umgebung so häufig. So, da verfolgt uns, glaube ich, einer. Der will uns ins Leder. Keine Ahnung. Egal, wir rammen sie einfach mal um. 1, 2. Wunderbar. Den auch noch? Ach, da ist auch noch einer. Boom. So, dich lassen wir ausnahmsweise mal am Leben. Ach ja. Das hier alles zu suchen, ne? Brenn. Frag mich nicht, wieso das vorhin nicht geklappt hat. Auf jeden Fall ist der Rubin hier, glaube ich, runtergestürzt. Oder auch nicht. Ja, die Rubine von den Gegnern zählen übrigens zu denen dazu, die wir haben. Übrigens fällt mir auch gerade auf, dass das für so ein altes Spiel eine ziemlich gute Schattenanimation hat. Finde ich gut. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Normalerweise achte ich auf sowas auch gar nicht. Ich zocke einfach nur. Ach ja. So ist das halt. Irgendwann achtet man auf sowas. Das ist immer ganz schlimm. So, was willst du? Spyro, mein Drachen hängt im Baum. Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Würdest du mir den Drachen vom Baum holen, Spyro? Ich komme nicht dran, weil ich mich nirgendwo draufstellen kann. Schade. Okay, wie komme ich da mal? Wo? Ich komme da auch nicht ran, weil ich mich nirgendwo draufstellen. Wir müssen da irgendwie rüberfliegen, habe ich das Gefühl. Versuchen wir es mal. Ich glaube, das hatte ich nicht geschafft. Nee. Wie kommt man hier hoch? Vielleicht kennt ja irgendjemand das Spiel und kann mir sagen, wie man hier hochkommt. Weil ich meine, das hatte ich auch, wo ich so privat durchgezockt habe. Beziehungsweise nicht durchgezockt, da habe ich echt nur die ersten zwei Level oder so. Ihr habt ja gesehen, da habe ich bis 25% gespielt. Also nicht allzu weit. Da hatte ich das, glaube ich, auch nicht. Den zweiten hatte ich, glaube ich, aber den ersten bin ich irgendwie nicht rangekommen. Weiß auch nicht, wieso. Mal gucken, vielleicht von einer anderen Plattform, von hier zum... Das ist viel zu weit weg. Von hier oben ist auch viel zu weit weg. Würde ich jetzt spontan behaupten. Darum. Nicht nur spontan. Das ist viel zu weit weg. Warum muss man hier? Da lacht er. Ja, nee, müssen wir wahrscheinlich nochmal hierher zurückkommen oder so. Keine Ahnung. Ich komme da nicht hoch. Verdammt.
Ach ja, gut. Dann gehen wir erstmal hier lang. Die ganzen Rubine einsammeln. Weil wir sind ja geldgeil und so. Ich bin YouTuber, also ja, ich muss geldgeil sein. Dieses alte Klischee, ich hasse es. Egal. So. Dum-di-dum. Oh, eine Rune. Wäre ich eiskalt dran vorbei. Ich muss da hingucken. Da ist die Kamera. Ach ja, ist immer wieder so, so eine Sache. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt eine Kamera habe. So, 5. Alter. Hier gibt es wie Sand am Meer. So. So. Aber ich weiß, hier unten war noch 1. 2 sogar. Einer. Zweier. Hm, das ist schon mal. Oh. Man muss echt jede Ecke kontrollieren. Das ist ja schlimm. Naja. Ich würde sagen, wir machen das mit den 100%, ne? Boah. Ist ja, denke ich mal, keine große Sache bei so einem Spiel bei Skyrim oder so. Das wäre schon. Da würde ich aber auch, glaube ich, sagen, nein. Bei Skyrim, das wäre zu heftig. So, Uffe taut. Dong. Spyro-san, es tut mir leid, dass der Dojo bei deinem Besuch in einem solchen Zustand ist. Gewöhnlich ist er eine Stätte der Ruhe. Hier wachsen die Libellen auf und werden zu Drachengefährten ausgebildet. Der Schutz junger Libellen ist die wichtigste Aufgabe eines Drachensensei, weißt du? Und, Spyro, deine Mühen werden reich belohnt. Wie? Indem da die Tür aufgeht, okay. Sehr schön, das bringt uns aber noch nicht weiter. Ich will nämlich noch hier. Boom. Ha! Erstmal hier nochmal alles einsammeln. Damit wir so Gebiet für Gebiet immer machen. Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wieso eigentlich? Okay, nochmal zurück. Ich sehe schon kommen. Irgendwann kommen noch Gebiete, wo man da runterfällt, wenn man es einmal verkackt. Und erstmal ein Leben weg ist. Das hoffe ich mal nicht, dass es so kommen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering. Sagen wir es so, wie gesagt, ich kenne nur dieses Level und das zweite Level von diesem Spiel. Ansonsten habe ich noch nie weitergemacht. So, was haben wir hier oben? Eine Herausforderung? Was ist das? Und tschüss. Wird schon wieder unscharf. Schärfer. Mysteriös, mysteriös. Was passiert jetzt? Mache ich jetzt irgendwie einen Rückzug in die Drachenreiche, oder? Jetzt kommt's. Es lädt. Man hört's. Die Wii ist gerade voll am Rattern. Ah. Die Banzai-Rennstrecke ist die friedlichste Strecke im Osten. Es gibt hier zwei Herausforderungen. Einen friedlichen Hinderniskurs und ein Rennen gegen diese dummen Ninja-Riptox, die hier alles überrannt haben. Zeitrennen? Versuchen wir das erstmal. Du gewinnst das Zeitrennen am einfachsten, wenn du mit den Ringen beginnst, die Laternen anzündest, die Rikschas abfackelst und dann die dämlichen Riptox jagst. Sobald du mit dem Fliegen vertraut bist, findest du bald einen schnelleren Weg. Banzai. Bonsai, Banzai. Was auch immer. Wieso ist das vielleicht schon wieder im Hintergrund so? Oh Gott. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich schneller werde. Okay. Ich denke mal, hier muss ich die 1. Einen habe ich schon mal verpasst. Ich glaube, das wird schon nichts mehr. Ehrenrunde. Unten werden angezeigt, wie viele noch über sind. Jo, das ist doch geil. Okay, und jetzt die Rikschas, oder wie? 1. 2. Einfach immer entgegengesetzter Laufrichtung. Ja, so viel dazu. Die Laternen muss ich auch noch anzünden, ne? Ja, stimmt. Fuck. Hoffentlich funktioniert das. Wenn ich das so mache. Einer fehlt. Ja, den ich vorhin verpasst habe. Der müsste jetzt hier aber irgendwo kommen.
Da ist er. So. Jetzt hoch und die Laternen anzünden. Ja, super. Ist ja nicht irgendwie noch ein bisschen wenig Zeit, ne? Fuck. Eins. Wie viele sind denn das? Oh Gott. 8 Stück oder so? Okay, das wird heftig. Ich hatte damals mit Dave, wo wir Spyro 1 gespielt haben, habe ich so ein ähnliches Level mit ihm gemacht. Das war auch übelst zeitaufwendig, sage ich mal. So. Die letzte. Jetzt habe ich alle. Hab's geschafft. Mann, ich bin gut. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich das nicht geschafft. Da hatte ich irgendwie ewig lange gebraucht. Wieso habe ich das jetzt so gut hingekriegt? Verstehe ich nicht. Bessert 1,50. Erneut versuchen? Nee. Kriegen wir dafür was eigentlich? Weiß ich nicht. Hurra! Für den Sieg im Zeitrennen gewinnst du eine Libelle. Nichts hält uns mehr auf. Du hast Rashomon gefangen. Rashomon? Okay. Rennen gegen die Ninjas? Du musst durch alle grünen Ringe fliegen. Deine Gegner sind berühmte und schnelle Drachenflieger-Ninjas. Aber sie sind nicht schneller als ein Drache. Die roten Punkte markieren die Strecke. Du solltest ihnen folgen. Okay. Flieg durch alle grünen Ringe. Die roten Punkte leiten dich. Okay. Das glaube ich hatte ich auch. Da gibt es sogar Abkürzungen, die ich eventuell benutzen könnte. Allerdings weiß ich die Steuerung überhaupt nicht. Die wurden mir auch gar nicht erklärt. So, hier unten zum Beispiel gibt es eine Abkürzung. Diese Sterne hier, die machen einen kurzzeitig schneller. So äußerst praktisch ist. Und dann müssen wir einfach nur den schnellsten Weg hier immer durchfinden bis zum nächsten Ring. Runde 1 von 3, okay. Soweit ich weiß, ändern sich die Runden auch. Also die Runden bleiben nicht gleich. So, hier durch. Jetzt kann ich hier durch. Wenn ich übrigens einen einzigen Ring verpasse, habe ich verkackt. Das glaube ich noch zu wissen. So, komm, hier den nächsten. Ich drücke einfach immer A, weil dann flattert er. Das wird schon irgendwas bringen, hoffe ich. So. Ach so, jetzt kommt Runde 2. Okay. Haben wir schon einmal eine Runde geschafft. So, wieder hoch. So. Das ist so ziemlich das Schnellste, was ich machen kann, eigentlich. Bin noch auf Platz 3, wie es aussieht. Ich denke mal, dass es da unten gibt die Platzierung an. Platz 3. Uiuiui. So. Hier durch. Hoch. Da vorne den überholen, dann sind wir auf Platz 2. Theoretisch. Und da vorne ist noch einer. Oder wir sind auch nicht auf Platz 2. Sind immer noch auf Platz 3. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. So. Ach, da gibt es auch noch eine Abkürzung. Verdammt. Okay, merken wir uns fürs nächste Mal. Falls wir nochmal machen müssen. Was aber stark danach aussieht. Ey, das ist ja fies. So. Jetzt sind wir 2, okay. Da vorne ist der erste und der fliegt gerade durchs Ziel. Beziehungsweise ist durchs Ziel geflogen. Scheiße. Okay, gut zu wissen. Ja, nicht geschafft. Ärgerlich. Erneut versuchen. Ja, wir versuchen es nochmal. Diesmal werden wir schneller sein, weil diesmal haben wir die Super-Abkürzung. Bip. Immer dieser typische Standardton, diese Fanfare, Sirene oder was auch immer. Das ist überall. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, okay. So viel zum Thema Abkürzung. Hat dann doch nicht so gut geklappt, wie ich gehofft hatte. Beim zweiten Mal wissen wir es. Direkt nach der ersten Runde kommt die. So, okay. Jetzt hier durch. Jetzt haben wir einen vierten. So. Es ist aber auch so eine Sache, ne? So, und du machst was? Rakete? Hä? Jetzt habe ich die Abkürzung verpasst. Scheiße. Ich glaube, das wird jetzt schon wieder nichts mehr. Runde 2. Da ist hier unten eine.
Okay, das könnte funktionieren. Jawohl. Ich bin dran vorbeigeflogen. Nicht auf Kurs. Erneut versuchen, ja. Das ist halt das Miese, ne? Scheibenkleister. Okay. Einen Versuch machen wir noch und dann gehen wir wieder zurück ins Level, würde ich sagen. So, direkt hier runter. Erste Abkürzung mitnehmen. Oder erste Beschleunigung. Abkürzung ist es ja nicht wirklich. So. Ja, gegen eine Wand fliegen sollte man dann eventuell nicht, wenn man das macht. Das spart dann nämlich nicht wirklich Zeit, sondern macht es nur noch komplizierter. Okay. Jetzt wäre ich hier fast auch noch raus. Steuerung ist echt nicht so easy, wie man das denkt. So, was macht die Rakete hier? Keine Ahnung. Ich denke mal, jetzt habe ich sie eingesammelt und kann sie benutzen, wa? Jo. Okay, die schießt nur geradeaus. Schade, ich dachte, die verfolgt auch gleich. Jetzt habe ich da unten die Abkürzung wieder verpasst. Oh Mann, ey. Dritter. Es könnte eng werden. Könnte sehr eng werden. Also ich muss die nächsten Abkürzungen alle benutzen. Dann dürfte es funktionieren. So. Jetzt wieder hier hoch. So. Oder ich knall nochmal einen ab. Wenn ich treffe. Was natürlich Voraussetzung ist. So. Unten lang für den Stern. Wieder hoch. Wieder runter. Für den Stern. Und? Es verlangsamt ihn. Okay. Mehr aber auch nicht. Bringt aber nichts, der erste ist viel zu weit weg. Schade eigentlich. Der kommt jetzt ins Ziel. Was? Ja, so hätte ich nochmal abknallen können. Scheiße. Zweiter. Aber knapp. Wir versuchen es nochmal. Alle guten Dinge sind sieben. Wisst ihr doch. So. Ne, ihr wisst, was ich meine. Nicht? Okay. Auf geht's. Keine einzige Abkürzung verpassen. Nicht vorbeifliegen. Alles super. So, wieder hoch. Keine einzige Abkürzung verpassen, habe ich gesagt. Bums, gegen Baum geflogen. Sehr schön. So muss das. So muss das. Wenigstens die Musik hier ist entspannt. So, wieder hoch. Sind jetzt schon auf dem vierten. Okay. Wenn wir jetzt schon auf dem dritten wären, dann wäre es geil. Rakete braucht man nicht. Verlängert nur den Weg, soweit ich weiß. So wie ich das einschätze. Aber jetzt schnell hier runter. So. Hier weiter, runter zur Abkürzung. Sehr schön die Abkürzung genommen. Muss ich mich jetzt mal loben? So. Da vorne sind schon... So, jetzt müssten wir theoretisch gesehen Zweiter sein. Passiert aber nichts. Vorne ist der Dritte. Ja, der Dritte. Also drei, die wir noch überholen müssen. Ach, die nehmen auch diese Dinger. So, wie viel bleiben jetzt noch? Ich habe die Abkürzung verpasst, ich Idiot. Zwei bleiben immer noch über? Das gibt's doch nicht. Die nehmen aber nur eine Abkürzung, so wie es aussieht, ne? Ne, die nehmen beide, okay. Scheibenkleister. Okay, schnell hier durch. Die da vorne müssen wir auch noch kriegen. Jetzt ist er schon durch. Schon durchs Ziel. Alter. So, puff. Abgeschossen. Das gibt's doch nicht. Gewonnen, Erster. Ich bin Erster?